Es kursiert das Missverständnis, eine Wirksamkeit von 60% würde bedeuten, von 100 Personen wären durch eine Impfung nur 60 vor Covid-19 geschützt und 40 seien weiterhin ungeschützt. Das wäre fatal und ist so nicht richtig. Stattdessen sind die 60% Wirksamkeit das Ergebnis klinischer Studien, die gezeigt haben, in einer Gruppe von geimpften Personen traten 60% weniger symptomatische Erkrankungen auf als bei ungeimpften Personen. Heißt, die Gruppe der Geimpften hat ihr Risiko, symptomatisch an Covid-19 zu erkranken, um 60% reduziert. Was heißt jetzt symptomatisch erkrankt? In den Studien wurde als symptomatisch erkrankt gezählt, wer positiv auf Corona getestet wurde und schon milde Symptome wie Husten bekam. Aber betrachtet man die Studien mal auf die Frage hin, die uns wirklich beschäftigen sollte, nämlich, wie viele Menschen wurden trotz Impfung so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus mussten oder verstarben, dann zeigt sich, alle Impfstoffe, auch der von AstraZeneca, sind diesbezüglich viel wirksamer. In sämtlichen Studien für die zugelassenen Impfstoffe musste nicht eine geimpfte Person wegen Covid-19 ins Krankenhaus und keine einzige starb. Heißt, selbst wer großes Pech hat und sich trotz Impfung infiziert, der bekommt vielleicht Hals- oder Kopfweh. Aber laut aktuellem Wissen schützen alle Impfstoffe zuverlässig vor schwerer Krankheit und Tod. Auch der von AstraZeneca. Und er schützt vor der aktuell relevanten britischen Mutation. Was die südafrikanische Variante angeht, ist die Datenlage noch unsicher. Aber klar ist, der Impfstoff ist alles andere als zweite Klasse.